Herzlich willkommen zu meiner Deckpräsentation Naya Draw. Also wer jetzt viel Spaß dran hat, Karten zu ziehen und an Planeswalkern und auch Controller auszuüben, ist mit diesem Deck hervorragend gewappnet für die nächsten Spiele. Unheimlich viel Spaß macht mir es, mit Karten zu spielen, wo man Kartenvorteil erlangt oder auch Karten ziehen darf. Es gibt hier viele Synergien und ich möchte euch einige Themenbereiche etwas näher erläutern. Und Naya stammt daher, dass man hier jetzt einmal weiße, rote und grüne Zaubersprüche vereint. Und Draw, der Name, habe ich dem Deck gegeben, weil wir einfach hier sehr, sehr viele Karten haben, die uns Karten ziehen lassen, beziehungsweise dank der Abilities von verschiedenen Kreaturen oder auch Planeswalkern Kartenvorteil erlangen können. Nissa's Eid ist ganz, ganz wichtig, gerade für einen Einer-Drop. Man hat ja die Möglichkeit, entweder sich in den obersten drei Karten eine Planeswalker- oder Länderkarte rauszusuchen. Da wir mit fünf Planeswalkern spielen, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass wir eine ziehen. Oder wir haben die Möglichkeit, unsere Mana-Base zu stabilisieren. Der Fürsprecher des Waldes ist, glaube ich, allgemein bekannt. Für zwei Mana, 2/3. Wachsamkeit mit sechs Ländern oder mehr kriegt er +2/+2. Gerade insbesondere interessant für Landkreaturen. Wir spielen nur mit einer Landkreatur. Wir spielen nur mit dem 2/1er Double Striker, der, wenn er aktiviert wird, für 4 Mana 2/1 rote Kreatur wird. Er kriegt aber jedoch +2/+2 und wird quasi dann zu einer 4/3 Double Strike Kreatur, die dann, wenn sie durchkommt, 8 Schadenspunkte macht. So, Anwerber der Dämmerwache ist, glaube ich, auch mittlerweile schon häufiger zu sehen in verschiedenen Decks, weil man da guten Kartenvorteil generieren kann. Für eine grüne und zwei farblose schaue ich mir die obersten drei Karten an, nehme davon eine Kreaturkarte auf die Hand. Da wir mit sehr vielen Kreaturen spielen und mit günstigen Kreaturen, geht das relativ fix. Die Waldhüterin gibt uns die Möglichkeit, ein Standardland unserer Wahl rauszusuchen, um auch dort die Mana-Base zu fixieren. Elfish Visionary lässt uns eine Karte ziehen. In der Kombination mit dem verblichenen Bischof und den günstigen Kreaturen erschaffen wir dann auch Artefaktspielsteine, die uns da die Möglichkeit geben, auch für zwei farblose Mana die Opfer zu opfern und dann eine Karte zu ziehen. Also wie gesagt, ganz, ganz viele Kartenzieheffekte. Einige Removals, Verkündung in Stein ist ganz wichtig, um halt Kreaturen auch permanent ins Exil zu schicken. Auch wenn der Gegner, wenn es keine Kreatur, kein Kreaturspielstein ist, dann ein Artefakt bekommt, um eventuell dann auch eine Karte ziehen zu können für zwei farblose Mana. So, Nissa, Serien aus Riesenholz, auch super toll, auch ein Mana-Fixer für eine grüne Mana. Wenn sie flippt, wird sie dann quasi zu einem Planeswalker. Wir können die obersten Karten aufdecken, eine Länderkarte direkt ins Spiel bringen oder mit -2 ein 4/4 grünen Elementarwesen zaubern. -6 können wir dann das Ultimate tappen, nutzen und dann 6 Länder zu 6/6 Elementarwesen verwandeln und dann ist das Spiel meistens auch schon vorbei. Einer meiner Lieblingskarten ist der unermüdliche Spurensucher. Auch der hat eine Möglichkeit, Artefaktspielsteine ins Spiel zu bringen, wenn wir Länder spielen. Den spielt man meistens erst in der vierten Runde. Dann in der vierten Runde hat man dann die Möglichkeit, ihn zu spielen oder ein Land und hat gleich die Situation, einen Artefaktspielstein ins Spiel zu bringen. Ansonsten ist er relativ schnell tot, leider. Die engelhafte Säuberung. Ich habe jetzt ab und schon häufiger mit dem Deck jetzt gespielt und ausprobiert. Muss sagen, die Karte ist genial. Gerade in dem Bereich, wenn man mit Artefakten spielt, mit diesen Artefakt-Token hier, die man opfern kann, hat man die Möglichkeit, auch dieses Artefakt zu opfern, um eine bleibende Karte des Gegners zu exilen, das kein Land ist. Einfach genial. Leider nicht gegen Planeswalker, weil in den ganzen Spielen, die ich jetzt hatte, hat das Deck eigentlich von 6 Spielen 5 gewonnen, einmal verloren und dann eigentlich auch nur verloren gegen Planeswalker-Decks. Also Superfriends ist ein wirklich harter Gegner,
Ansonsten kreaturlastigen oder auch schnelle Winnies, weißes Winnie, Human Winnie, stellt eigentlich nicht so ein großes Problem dar. Dazu ist zum Beispiel auch die Karte da. Da haben wir halt die Möglichkeit, relativ schnell kleine Kreaturen wegzubekommen. Hier etwas Direct Damage, um den Gegner 4 Schadenspunkte oder eine Kreatur oder auf den Planeswalker zu schießen. Immer ganz hilfreich. Weitenwanderer, häufig oder fast immer eine 5-5-Kreatur, da wir immer weiße, grüne und rote Mana im Spiel haben und auch nutzen können für die Casting-Cost. Dann bekommt er quasi 3 plus 1, 1 Marken und wird zu einer 5-5-Kreatur. Muss nicht getappt werden beim Angriff, kann also auch beim Blocken genutzt werden und hat Trample-Schaden. Gideon, allgemein bekannt aus den vorherigen Editionen schon, ein Tokengeber oder kann sich selbst zu einer 5-5-Kreatur verwandeln. Oder gibt auch unseren Kreaturen ein plus 1 plus 1 Emblem permanent. Nahiri ist ganz neu, zum ersten Mal auch gespielt. Nahiri ist super genial. Tolle Karte mit dem Card Draw Effekt. Häufig schmeißt man eher dann Länder weg und zieht was Vernünftiges, hoffentlich danach. Oder man hat die Möglichkeit, viele Verzauberungen werden jetzt mittlerweile auch gespielt oder auch Artefakte, die einfach ins Exile zu schicken oder eine getappte Kreatur ins Exile zu schicken. Da wir ja doch einige kleine Kreaturen zum Blocken haben, ist das schon wahrscheinlich, dass auch mal der Gegner angreift, wir blocken können und in der nächsten Runde Nahiri spielen, um dann einfach auch die große Kreatur zu töten. Die Minus-8-Fähigkeit wird wahrscheinlich so gut wie nie zum Tragen kommen, macht bei unserem Deck auch nicht so viel Sinn, denn wir haben eigentlich nur zwei große Kreaturen, die wir da rausholen können, einmal Vessin und einmal Linvala. Ist die Linvala? Ja, Linvala, genau. Ein anderer schöner Planeswalker, er ist Erlyne Kord. Gibt einer Kreatur von uns plus 2 an Wachsamkeit in seiner menschlichen Fähigkeit. Oder kann einen Wolf-Token ins Spiel bringen. Dann transformiert er. Wir haben dann die Möglichkeiten, all unseren Kreaturen plus 1 und Trample zu geben. Oder 3 Schaden auf eine Kreatur zu schießen. Gerade die oberste Fähigkeit ist ganz, ganz, ganz sinnvoll, wenn man viele Kreaturentoken draußen haben. Und das können wir halt mit Gideon oder auch mit Erlyne selbst, können wir einige Kreaturen-Token erschaffen. Ist das eine sehr, sehr schöne Funktion. Der Erzengel. Ich glaube, ist neben Nahiri die Schlüsselkarte in diesem Deck. 4-4 Fliegen kommt direkt ins Spiel, kann jederzeit gespielt werden. Hat Aufblitzen, fliegend, Wachsamkeit, muss nicht getappt werden, kann also auch zum Blocken genutzt werden. Und wenn eine Kreatur von uns stirbt, und da wir ja viele kleine Kreaturen haben, kommt das auch mal vor, wird diese Kreatur dann zu einer 6-5-Kreatur, die 3 Schadenspunkte auf jede andere Kreatur verteilt und auf den Gegner. Kann auch mal vorkommen, dass also unsere kleinen Kreaturen sterben, aber dafür haben wir einen 6-5er und nochmal 3 Schaden. Das ist schon sehr genial. Die Schlüsselkarten, die großen Kreaturen, sind aber jeweils sicher vor dem Erzengel. Entschuldigung. Ein bisschen erkältet leider. Weltenaufstand. Zerstöre alle Kreaturen und mit Awaken haben wir auch die Möglichkeit, ein Land in eine 4-4-Kreatur zu verwandeln. Linvala. Sehr genial. Von der Funktion her, 6 Mana, ein bisschen teuer. Gut, nichtsdestotrotz hat zwei Schlüsselfähigkeiten. Wenn wir weniger Leben haben als der Gegner, kriegen wir 5 Lebenspunkte dazu. Das kann sehr hilfreich sein, gerade wenn man gegen schnelle, aggressive Decks spielt. Oder auch bringt uns einen 3-3 weißen Engel, wenn der Gegner mehr Kreaturen hat. Also auch gegen Winnies eine sehr, sehr schöne Karte. Chandra wird eigentlich mehr oder weniger immer nur die erste oder die dritte Fähigkeit genutzt. Man bringt 2-3-1-Token ins Spiel, die sofort angreifen können. Man kann diese zum Beispiel auch dann nutzen, wenn sie durchkommen, um zum Beispiel die engelhafte Säuberung zu aktivieren und eine von diesen Token zu eliminieren, da sie am Ende der Runde sowieso verschwinden. So, und dann haben wir hier noch die letzte Fähigkeit, die Minus-X-Fähigkeit. Fügt jeder Kreatur X Schadenspunkte zu, da wir meistens sowieso etwas stärkere Kreaturen haben. Wenn wir mal 3 machen und eine kleine Kreatur die ganzen Ansturm niedermähen, dann ist das auch kein Problem.
Aber meistens nutze ich die eigentlich für die Fähigkeit 1. Sehr selten, wenn man wirklich nur, wie heißt das so schön, Dreckskarten hat, dann wirft man auch mal gerne alle Karten ab und zieht dementsprechend viele Karten nach. Aber bei so einem schönen Deck ist es sehr selten, dass man irgendwie nur Dreckskarten hat. Genau, wir haben zwei Plains, ein Gebirge und vier Länder drin, vier Wälder drin. Wälder sind wichtig, um einfach am Anfang relativ schnell diese Einer- und Zweier-Drops zu spielen. Nissa's Eid oder die Waldhüterin. Ja, also lasst uns mal ausprobieren, wie das Deck funktioniert. Wie gesagt, wer viel Spaß an Karten ziehen hat, der ist genau richtig. Und wer Kontrolle ausüben will, auch. Und hübsche Planeswalker sind auch mit eingebaut. Also lasst uns Spaß haben und schaut euch die nächsten drei Games an. Also bis dahin, ciao. So, heute möchte ich einfach euch das Naya-Deck noch ein bisschen näher bringen, das ich jetzt vor kurzem erstmal kreiert habe. Neue Karten ziehen. Das ist jetzt nicht gerade die optimale gute Starthand. Die ist auch nicht extra. Aber vielleicht haben wir die Glück, Zweier-Drop zu ziehen. Da das Deck ja aus einigen Zweier-Drops besteht, behalten wir einfach mal die Handkarten. Ja, Naya ist ein rot-grünes-weißes Deck, bestehend aus vielen Karten, die uns die Möglichkeit geben, Karten zu ziehen, so wie ein Elfish Visionary oder auch die Waldhüterin eine Karte rauszusuchen. Wir haben auch Kreaturen mit im Spiel, die uns Artefakte kreieren lassen, um bestimmte Karten anschließend, wenn man diese Artefakte opfert, auch zu nutzen und Karten zu ziehen. Bin gerade etwas irritiert, weil das Deck gerade nicht so läuft, wie ich es mir so vorstelle. Weil eigentlich sollten doch die ersten Zweier-Drops, da ist jetzt ja ein Zweier-Drop. Gut, dann lassen wir uns mal den Elfish Visionary zu Gemüte führen und hoffen, dass wir was Vernünftiges ziehen. Wir spielen scheinbar gegen Rakdos. Ein Rakdos-Deck, was uns die Möglichkeit gibt, auf jeden Fall uns auf Direct Damage einzustellen oder Sachen, die uns Kreaturen opfern lassen. Dadurch ist es nicht verkehrt, einfach einen Waldhüter oder einen Elfish Visionary zu haben. Es kann auch ein reines Vampir-Deck sein, also nicht schlecht. Olivia, eine 3-3 fliegende Kreatur, immer wenn eine andere Kreatur unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann er eine Karte abschmeißen, eine plus 1 Counter auf die Kreatur legen, wenn es ein dies tun, die auf eine Kreatur. Sie erhält Eile bis zum Ende des Zuges und wird zusätzlich dann noch zu einem Vampir. Also, wir spielen gegen ein Vampir-Deck. Vermutlich. So, jetzt spielen wir als erstes einen Waldwanderer für 3. 5-5 ist auch mal nicht ganz so schlecht. Wir greifen jetzt erstmal nicht an. Falls er eine Karte hat, um eine Kreatur zu opfern, sollten wir auf jeden Fall den Elfish Visionary so belassen, wie er jetzt ist, nämlich ungetappt und nicht angreifend. Und schauen wir mal, nächste Runde können wir entweder den Erzengel spielen. Oh, ein Madness Deck, sehr schön. Das freut mich. Madness Deck war mein erstes Deck, was ich aufgezeichnet habe. Bin gespannt, wie er die Kombination hier gefunden hat. Ist eigentlich immer recht schnell ein Madness Deck. 3-3. Für 3 Schadenspunkte können wir nichts machen. Fliegend können wir nichts in die Luft schmeißen. Aber nichtsdestotrotz spielen wir jetzt einen Wald. Haben die Möglichkeiten, entweder unsere Zweier-Drops zu legen. Das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Wir warten ab. Wir können den Erzengel spielen, wenn er angreift. Oder wenn wir jetzt angreifen und er blockt, dann schauen wir mal, was er macht. Die Möglichkeit auch, eine Karte abzuschmeißen und könnte dann seine Kreatur zu einer 4-2-Krea transformieren. Das wäre jetzt nicht so schlimm. Dadurch würde unsere Kreatur nicht sterben. Also greifen wir einfach mal an. Sie wird ja auch beim Angriff nicht getappt und kann uns dadurch auch sehr gut als Blocker wieder dienen. 5 Schadenspunkte für ihn. Ich gehe da fest von aus, dass er jetzt gleich eine Fähigkeit wieder anwendet, eine Karte abzuschmeißen oder auch mit dem 3-3er wieder angreift, dann können wir den Erzengel spielen und den 3-3er blocken.
Und ja, warten wir mal ab, was er macht. Bin gespannt. So, dann machen wir das auch mal. Wir spielen den Erzengel. Kann darauf reagieren. Er könnte ihn rein theoretisch vorher töten. Das macht er nicht. Er gibt gleich auf. Okay. Beziehungsweise die KI übernimmt und er hat es einfach gedroppt. Schade drum. Naja, er spielt jetzt noch ein 3-5er, der ins Spiel kommt. So als 4-6er. Die Kreatur stirbt. Okay, hat ein bisschen was abgeschmissen. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem 1. Oh, wir greifen erstmal. Okay, wir ziehen erstmal mit Elfish Visionary. Wobei, wir können jetzt angreifen. 4-4 Schadenspunkte. Jetzt ein Land raussuchen. Die Fürsprecherin spielt erstmal den hier. Um das Deck etwas auszudünnen. Wir suchen uns einen Mountain. Spielen den Mountain. Spielen Elfish Visionary. Wenn eine unserer Kreaturen stirbt, dann transformiert der Engel zu einer 6-3-Kreatur. Was sehr erfreulich ist. Ärgerlich sind nur die 3 Schadenspunkte, die dann da verteilt werden. Aber gut, dafür kriegt der Gegner auch 3 Schadenspunkte. Wir könnten rein theoretisch mit dem 5-5er auch angreifen, bloß der würde dann zu Tode geblockt werden. Das macht nur nicht wirklich Sinn. Wie ich gerade gesagt habe, nicht wirklich Sinn. Verklickt, Angriff bestätigen. Greifen also mit 4 Schadenspunkten an. Und warten mal, was der Gegner jetzt macht. So. Er ist jetzt mittlerweile plus 2, plus 2, da wir 6 oder mehr Länder kontrollieren. Er wird nicht angetappt beim Angriff. Wäre schön, wenn wir unser Double Strike Line 2-1 ziehen würden. Er spielt jetzt noch sein Land, das ihm die Möglichkeit gibt, für 5 Mana einen 1-1 weißen und schwarzen Mensch-Kleriker ins Spiel zu bringen oder für 5 Mana das Land in eine Kreatur transformieren zu lassen, die 7 9-7 fliegend, Lebensverknüpfung und unzerstörbar ist. Dafür brauchen wir aber noch ein paar Kreaturen und wir hoffen, dass wir jetzt auch mal noch einen Removal ziehen. Nahiri ist nicht schlecht. Wir greifen erstmal an. Das ist sehr gut. Das ist das Problem, wenn man gegen Rechner spielt. Der spielt einfach ein bisschen anders und nicht ganz so optimal wie der Mensch. Wir spielen einmal Evolving Wilds, sacrificen es, suchen uns ein Land raus. Da wir jetzt die Fähigkeit von der Nahiri nutzen wollen und vermeiden wollen, unbedingt ein Land zu ziehen, spielen wir auch die Waldhüterin und suchen uns noch ein Land raus, um vielleicht jetzt, wenn wir die Fähigkeit nutzen, etwas Vernünftiges zu ziehen. Und schmeißen vorab erstmal den Wald ab und wir ziehen natürlich ein nächstes Land. Warum dann auch nicht? Ja, so in der nächsten Runde haben wir die Möglichkeit, mal mit allen anzugreifen. Um das Spiel ein bisschen zu beschleunigen. Dann würden natürlich 2, 3 Kreaturen sterben, aber auch der Erzengel würde sich verwandeln. Sehr schön, sehr gut. Bevor wir jetzt angreifen, schmeißen wir erstmal nochmal eine Karte weg und ziehen eine neue Karte. Nahiri ist super. Leider kann man bestimmte Mystics nur einmal haben.
oder müsste ich es an sich nur einmal haben? Spielen wir noch mal vorher Nissa's Eid, um uns mal anzuschauen, was die obersten drei Karten sind. Da ist mein Doppelland, was wir brauchen, das ist super. Das spielen wir auch. Nächste Runde können wir das dann nämlich aktivieren. Nichtsdestotrotz greifen wir erstmal mit allen an. Er transformiert. Ah, den 4-5er heben wir uns auf für nächste Runde. Der muss jetzt nicht angreifen. Nächste Runde ist es dann viel optimaler. Oh, der 5 blockt. Mit dem 4-2 hätte er eigentlich auch einen 1-1er blocken können. Hat er nicht gemacht. Na gut. Ich wollte es vermeiden, dass wir quasi transformieren. Wir müssen jetzt nicht spielen. Machen wir jetzt auch nicht. Mal gucken, was er hat. Er hat auch noch 3 Lebenspunkte. Jetzt muss nur noch eine Kreatur von mir sterben. Dann würde er Wässern transformieren. Und gut. Also das Spiel ist vorbei. Kann quasi nichts machen. 3 Kreaturen. Können sie alle blocken. Hat das Spiel gar nicht schlecht funktioniert. Wir haben wirklich Glück gehabt, auch gegen nicht so stark Planeswalker-lastige Decks zu spielen. Denn gegen Planeswalker haben wir grundsätzlich etwas mehr Probleme, denn wir haben kaum Removals, um diese Planeswalker wegzubekommen. Und auch nicht unbedingt starke Kreaturen am Anfang. Keine Counter. Also Super Friends, denke ich mal, ist ein sehr schwieriges Deck, gegen das wir nur unter großen Umständen, sage ich mal, bestehen können. Jetzt möchte ich gerne mal die -8-Fähigkeit verwenden, um mir einfach mal eine Kreatur aus meinem Deck rauszusuchen, die gleichzeitig Haste bekommt und angreifen kann. Also eine schöne Kombination ist es zum Beispiel, wenn man dann das kombiniert mit Nissa. Will ich jetzt nochmal zeigen, weil die großen Kreaturen sind einfach alle schon draußen. Wir suchen uns ein Land raus. Nissa bekommt normalerweise Haste, kann angreifen, brauchen wir aber nicht. Und können sie gleich dann transformieren lassen. Ist süß, aber nett. Aber eigentlich ist die Karte da, die Ultimate-Fähigkeit, um den Erzengel rauszusuchen oder den Vala. Aber primär nutzt man natürlich Nahiri, um eine Karte zu ziehen und eine Karte abzuschmeißen, beziehungsweise um eine Verzauberung oder ein Artefakt zu exilen, beziehungsweise eine getappte Kreatur. So, genug geredet. Wir greifen jetzt an mit allen. Das Land habe ich jetzt nicht aktiviert. Habe ich einfach vergessen, weil wir jetzt einfach sowieso das Spiel gewonnen haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir schauen uns gleich den nächsten an. So, herzlich willkommen zum zweiten Spiel. Ich hoffe, dass es jetzt nicht ganz so lang geht, obwohl es auch sehr viel Spaß gemacht hat. Die Kartenhand ist nicht schlecht. Wir haben 3 Zweier-Drops, haben die Möglichkeit, uns dementsprechend auch die Mana rauszusuchen, die wir brauchen. Wir brauchen 2 rote, die können wir uns mit den Waldhütern raussuchen und behalten diese auch. Oder kam auch die Möglichkeit, in der vierten Runde der Nahiri zu spielen. Dementsprechend 4 Mana haben wir ja quasi fast auf der Hand. So, auch ein sehr schöner Removal, wie gesagt, die engelhafte Säuberung ist perfekt geeignet für diese Zweier-Drops, die uns ja entweder ein Land raussuchen oder mit einem Elfen Visionary eine Karte ziehen lassen, so dass wir immer einen 1 zu 1 Tausch haben. So. Scheinbar spielen wir jetzt erstmal gegen Blau, vielleicht Blau-Rot, nein, Blau-Weiß. Sieht sehr stark nach einem Control-Deck aus. Dann lassen wir uns mal überraschen, was uns erwartet. Als nächstes spielen wir eine Waldhüterin. Suchen uns eine rote Mana. Wir hätten auch den Anwerber spielen können, um zu vermeiden, dass er eventuell nächste Runde gecountert wird. Aber da warten wir erstmal ab, was er jetzt nächstes spielt. Wenn er nächste Runde was spielen sollte, sollten wir auch so schnell wie möglich den Anwerber ausspielen.
Denn wenn der mal ein Spieler ist, bringt er uns eine gute Möglichkeit, dank seiner Fähigkeit einen gewissen Kartenvorteil zu erlangen. So, er hat jetzt nichts dergleichen gespielt. Dann greifen wir erstmal an. Ja. Statt dem Land hätten wir lieber die Evolving Wild spielen sollen, denn das Land wäre dann getappt ins Spiel gekommen. Was nicht schlimm ist, weil wir das Land eigentlich gar nicht brauchen. Jetzt haben wir einfach die Situation, dass wir irgendwann, wenn wir Evolving Wild spielen sollten, das Problem haben könnten, dass wir gerade diese Mana auch benötigen. So, sehr gut. Der 3-3er flippt. Perfekt, die zweite rote Mana für später für Chandra. Als nächstes greifen wir erstmal an. Schauen nach, was er macht. Tötet eine Kreatur. Okay. So. Eine schwarze Mana hat er hier noch nicht. Das heißt, er kann den schlurfenden Schlot noch nicht aktivieren mit dem Angreifen. Das heißt, wir spielen erstes Mal Nahiri. Und ziehen bekanntlich eine Karte, indem wir vorher eine Karte abschmeißen. Und wir schmeißen hier Evolving Wilds ab. Und ziehen die überragende Feuerkunst für 4 Schadenspunkte, um eventuell eine Kreatur oder einen Planeswalker Entschuldigung, zu schwächen oder zu zerstören. In der nächsten Runde haben wir die Möglichkeit, die Waldhüterin zu spielen und auch die engerhafte Säuberung, um etwas zu zerstören, was aktuell nicht notwendig ist. Okay. Dann spielen wir als nächstes ein Gebirge. Können angreifen, da er weiterhin nicht das Land aktivieren kann. Spielen die Waldhüterin. Suchen uns eine Ebene raus. Und müssen uns überlegen, ob wir jetzt Nahiri aktivieren, um in der nächsten Runde die -8-Fähigkeit zu nutzen, um eine Kreatur direkt ins Spiel zu bekommen. Da haben wir die Möglichkeit, entweder den 5 Engel ins Spiel zu bringen oder auch Wessen, die dann sofort angreifen kann und die Möglichkeit hat, dann anschließend auf die Hand zurückzukehren, aufgrund der Fähigkeit. Oder wir machen jetzt nichts, weil einfach alle Karten, die wir haben, sehr gut sind. Und daher machen wir erstmal nichts. Und hoffen, dass er jetzt irgendetwas spielt, dass wir gleich Chandra spielen können, um zu vermeiden, dass er uns diese countert. So, die entsprechende schwarze Mana für Steam Event. Steam Event sag ich schon. Okay. Gut. Wir spielen jetzt unser Land. Wir können angreifen. Dann wird er wahrscheinlich das Land aktivieren, um eine Kreatur zu blocken. Dann hat er 3 Mana weniger. Und wir können dann Chandra spielen, um zu vermeiden, dass er sie countert. Dann lass uns das mal probieren, ob er das Land aktiviert, um 2 Lebenspunkte zu bekommen, um zu vermeiden, dass er 2 Lebenspunkte verliert. So, das Spiel ist erstmal gestoppt.
Er überlegt auch gerade, was machen sollte oder nicht. Er macht das sehr gut. So, dann können wir jetzt Chandra spielen. Er sollte jetzt keinen Counter auf der Hand haben. Ah, okay. Man sollte auch dran denken, dass das Land auch ein ein Land ist und getappt werden kann. Also exilen wir mal dieses Land, was eine Kreatur ist. Dumm gelaufen, muss ich mal sagen. Extrem dumm gelaufen, doof gespielt. Aber gut, Spielfehler sind da. Man lernt raus. Ja, ärgerlich, sehr ärgerlich. So, was haben wir denn alles im Friedhof? Okay. Sechs Mana haben wir. Dann lass uns. Weiter erstmal angreifen. Schauen, was er macht. Es könnte wieder ein langes Spiel werden, wenn Kontrolle gegen Kontrolle spielt. Oh, ich ziehe meine Karte. Schmeiße das weg. Super, ziehe das gleich wieder. Spiele das mal aus. Und wahre der Dinge, was jetzt kommen könnte. Greifen mal an. Schmeißen eine Karte weg. Das ist die Frage, welche? Das sind immer 8 Schadenspunkte hier. Man wäre nämlich nur noch bei 8. Die sind nachher vielleicht extrem wichtig. Und dann schmeißen wir den hier weg. So vermeiden wir, dass er später Karten ziehen kann. So. Versuchen wir mal zu ködern mit 4 Schadenspunkten. Mal gucken, ob er den countert. Um vielleicht dann anschließend Nissa spielen zu können. Okay. Dann spielen wir jetzt Nissa. Suchen wir ins Land raus. Spielen ein Land. Und bringen ein 4-4-Kreatur ins Spiel. Die wird er wahrscheinlich gleich eliminieren, aber nichtsdestotrotz, wir müssen ein bisschen Druck aufbauen. Je länger das Spiel dauert, umso besser, bessere Kontrolle erlangt er, auch wenn wir zwei Planeswalker mittlerweile draußen haben. Es ist nicht unwichtig, etwas Druck auf dem Battlefield zu bekommen. Er könnte jetzt auch Weltenaufstand spielen. Dann wären beide Kreaturen tot. Oder er spielt jetzt mit zwei schwarzen Mana einen Languish, die Kreaturen zu töten. Wie gesagt, das macht er nun auch. Mal schauen, was wir ziehen. Okay, wir ziehen jetzt nochmal eine Karte. Dank Nissa. Ein Land, das bringen wir dann direkt ins Spiel. Ziehen wir eine Karte und schmeißen einen Weltenaufstand ab. Spielen Elfish Visionary.
eine Karte. Spielen Gideon, die sollte er auch nicht countern können. Sehr gut. Hier ein 2-2 Token ins Spiel. Und ich beende das Spiel jetzt, weil ich gerne mit euch noch ein drittes Spiel machen möchte. Also ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Oder soll ich weiterspielen? Ach ja, spielen bis zum Ende. Also, wir spielen weiter. Und egal, dann mache ich halt nur zwei Spiele, weil sonst wird es einfach zu lang, glaube ich. Das Deck braucht einfach eine Weile. Aber es hat halt Kontrolldecks einfach an sich. So, was können wir machen? Also Gideon haben wir ausgespielt. Die beiden Kreaturen haben wir auch draußen. Vier Schadenspunkte können wir noch verteilen. Die halten wir erstmal auf der Hand. Nächste Runde können wir Wässer ins Spiel bringen. Für 4, 18. Ja, vier machen vier Schadenspunkte auf ihn. Wenn er nichts Vernünftiges nächste Runde spielt, ist er tot. Denn wir können jetzt mit ihm hier die Minus-8-Fähigkeit benutzen, Wässern direkt ins Spiel bringen. Oder auch den Engel. Dann 5-5er können Gideon aktivieren. Mit 5 sind 5, 10, 13 Schadenspunkte, die wir verteilen können, falls er die Kreaturen nicht irgendwie wegbekommen sollte. Okay. Unfreundlich. Unfreundlich. Nicht schön. Da hat man so fleißig gespart und dann macht er sowas. Gut, nichtsdestotrotz. Spielt er in Jace, okay. So, wir aktivieren ihn. Ziehen eine Karte. Okay. Nochmal, Jace muss weg. Nicht, dass er nachher noch mehr Kartenvorteile bekommt. Angriff bestätigen. Und dann können wir auch Weitwanderer spielen für 3, für 5, 5. Chuck. Ich glaube, wir haben noch kein Land gespielt. Suchen wir uns ein Land raus. Um dann anschließend Nahiri spielen zu können. So. Sieht das doch alles wieder gleich viel freundlicher aus. Und wir aktivieren Nahiri. Schmeißen das weg und ziehen. Na, ein Land. Na gut. Unser Gegner hat noch 11 Lebenspunkte. Wir haben 3 Planeswalker draußen, 3 schöne Kreaturen. Also das Deck ist wirklich so aufgebaut, dass es eine gute Kontrolle hat, viel Spaß hat mit Card Draw-Effekt. Und gerade auch gegen Control-Decks, wenn die Planeswalker draußen liegen, ist es für die extrem schwer, die ja noch wegzubekommen. Man muss halt versuchen, um die Counter herumzuspielen. Wir haben hier die engelhafte Säuberung, um auch etwas größere Kreaturen einfach ins Exil zu schicken. Häufig dienen dafür diese Elfish Visionaries oder auch die Waldhüterin. Der 5-5er-Drop ist einfach eine schicke Geschichte, um einfach die drei Farb-Mana-Gestaltung auszunutzen. 5-5er ist grundsätzlich schwer wegzubekommen, gerade extrem sicher gegen Languish, gegen die Welten, wegen Weltenaufstand kann man nichts machen, aber dafür haben wir dann auch einige Planeswalker, die uns die Möglichkeit geben, entsprechenden Vorteil durch die einzelnen Fähigkeiten zu nutzen. Leider konnte ich jetzt minus 8 Fähigkeit von Nahiri nicht nutzen, wollte die Karte halt auch nicht verlieren. So, wir aktivieren jetzt Gideon. Ziehen nochmal eine Karte. Auch hier haben wir die Möglichkeit, wenn wir ihn im Spiel haben, die obersten drei Karten anzuschauen. Gerade jetzt, wenn man so viel Mana hat, kann man da schön Kartenvorteil generieren. Man sieht auch,
Die haben 29 Karten im Deck, der Gegner hat nur 37. Wir arbeiten uns sehr fleißig und sehr schnell durch unser Deck hindurch. Greifen jetzt erstmal an. Und hoffen, dass das Spiel jetzt auch schleif vorbei ist. Ich überlege mal, ob ich ein drittes Spiel mache. Sonst wird vielleicht das einfach die ganzen beiden Videos so lang. Aber es sollte euch einfach nur einen Eindruck vermitteln, wie das Deck funktioniert. Und aus meiner Sicht läuft das sehr gut. Ich hoffe, ihr könnt es mal ausprobieren und habt ebenso viel Spaß. Also ich werde es einiger Zeit jetzt spielen. Also bis dahin. Ciao. So. Also schauen wir uns mal an, wie die Öffnungshand aussieht. Nicht schlecht. Wir haben zwei Zweier-Drops. Wir haben die Waldhüterin, die uns die Möglichkeit gibt, auch entsprechende Mana rauszusuchen. Können in der vierten Runde Gideon spielen. Wir können hoffentlich in der dritten Runde auch den verblichenen Bischof spielen. Sieht also sehr freundlich aus. Die Karten können wir auf jeden Fall behalten. Der Gegner fängt an. Er hat gemaligend bis auf sechs Handkarten, was uns einen gewissen Kartenvorteil gibt. Das gesamte Deck basiert darauf, auch entsprechende Kartenvorteile zu generieren. Denn wir können uns mit fast jeder Karte irgendwo Vorteile verschaffen. Hier können wir uns ein Land raussuchen. Hier ziehen wir ein Land oder eine Karte. Und der verblichene Bischof gibt uns die Möglichkeit, einfach, wenn wir einen von diesen beiden Kreaturen oder Kreaturen mit Mana-Kost von 3 oder weniger zu spielen, ein Artefakt zu erschaffen, das uns die Möglichkeit gibt, entsprechende Karten nachzuziehen. So, wir spielen jetzt die Waldhüterin und suchen uns als nächstes eine weiße Mana raus, um später einfach die Möglichkeit zu haben, auch Gideon spielen zu können. So, wir spielen gegen Schwarz-Weiß. Das könnte also entweder ein Live-Gainer-Deck sein. Es könnten uns erwarten Languish, es könnten uns Weltenauferstehung erwarten, also viele Removals. Daher sollten wir extrem vorsichtig sein, wie wir jetzt vorgehen. Okay, auch eine sehr schöne Ausrüstung, die die Kreatur plus 4 plus 2 macht. Und falls es eine Mensch ist, der diese Ausrüstung trägt und noch stirbt, kommt ein 1-1 Geist ins Spiel. So, was haben wir gezogen? Den Erzengel haben wir gezogen. Wir sollten als nächstes uns überlegen, entweder können wir den verblichenen Bischof spielen, indem wir die Ebene spielen. Dann haben wir aber nicht die Möglichkeit, einen Vierer-Drop eventuell zu spielen, wenn wir nicht nächste Runde ein Land ziehen sollten. Daher bevorzuge ich es erstmal, den Elfish Visionary zu spielen, um hundertprozentig sicher zu gehen, dass wir dann, wenn wir jetzt gleich Evolving Wilds legen, auf jeden Fall einen Vierer-Drop spielen können, um den Gegner einfach unter Handlungsdruck zu setzen. So, schauen wir nach, was wir ziehen. Sehr gut. Dank dieser Karte haben wir die Möglichkeit, ein Artefakt oder eine Kreatur oder eine Verzauberung ins Exil zu schicken. Das können wir dann jederzeit machen, wenn wir davon ausgehen, dass das Artefakt einfach eine zu große Bedrohung ist. Wir spielen jetzt wie abgesprochen Evolving Wilds, suchen uns, wenn er jetzt uns die Priorität gibt, einen entsprechenden Mountain raus. Okay. Suchen wir uns einen Mountain raus. So. Jetzt haben wir von jeder Farbe, die wir benötigen, abgesehen von Grün, Doppel-Weiß und Doppel-Rot. Jetzt haben wir auch Doppel-Grün. So, jetzt haben wir einen 3-4er gegen uns. Ein 3-4-Flieger, den kann er jetzt ohne weiteres quasi ausrüsten. Dann wäre es ein 7-6er.
Oder wir eliminieren ihn. Was aus meiner Sicht, ich glaube, die bessere Entscheidung ist, dass wir ihn einfach exilen. Dafür eine Kreatur opfern. Ein Land wäre jetzt nicht gerade sinnvoll. Wir brauchen die Länder. Und greifen mit dem 1-1er erstmal an. So, nächste Runde haben wir die Möglichkeit, die Ebene zu legen und dann können wir den Erzengel spielen. Wir können aber auch für 4 Mann einen Weitenwanderer oder einen Jace spielen. Müssen wir mal sehen, was der Gegner gleich aufs Board legt. 4 Mana hat er. 3 Handkarten. Unsere Position ist nicht schlecht. Okay, falsches. Da nicht dran gedacht, dass er nicht das Land so tappen darf und kann. Denn er braucht ja ein separates Mana, ansonsten wird das Land ebenso getappt. So, wir spielen jetzt einen Weitenwanderer für 3, so dass er 5-5 ist. Die Karte ist dadurch auch Language sicher. Wir opfern. Ich Roving White. Na. Jetzt will er nicht. Mal erstmal angreifen. So. Wir opfern es jetzt. Suchen uns eine Ebene raus. Und machen ihn einem Schaden. Genau, die Runde darauf haben wir die Möglichkeit, entweder den Erzengel zu spielen oder den Gideon. Also jetzt hat er einen 4-4 Flieger. Okay, dann bevor er ihn equippen kann, würde ich sagen, wir können ihn zerstören. Wir können auch den Erzengel spielen. Aber das macht nicht so viel Sinn. Denn er wird ihn wahrscheinlich equippen und nicht angreifen lassen. Und dann kriegen wir ihn halt nicht so schnell weg. Aber was wir machen können, wir können trotzdem erstmal angreifen. Ja, wobei vorher sollten wir ihn eliminieren. Dann machen wir einen Schaden mehr, weil dann der 1-1 auch mit angreifen kann. Weiter. So. Um langsam unser Board auch noch auszubauen. Spiele ich ja den 2-3er, den er nicht blocken kann, sofern er keinen Flieger hat, um ein bisschen noch mehr Druck aufzubauen. Gefahr besteht halt, dass er jetzt ein Planeless Chaos spielt, dann wäre das extrem ungünstig, sage ich mal. 1, 2, 3, 4, 5 hat er. Oh. Wird er wahrscheinlich auch im Deck haben. Na super, auch nicht schlecht, sehr ärgerlich. Lang lebe der Elfish Visionary, der übrig bleibt. Hätte ich ihn doch nicht spielen sollen, den verblichenen Bischof, war vielleicht nicht gerade sinnvoll, aber gut. Spielen wir jetzt als nächstes Gideon. Wir hätten auch mit den 2-2er angreifen können, der einen Double Strike hat. Aber ich möchte einfach ein bisschen mehr Boardpräsenz haben. So.
machen wir so an. So, bei 10. Nächste Runde würden wir mit dem Gideon angreifen. Wären 5. Dem Land. Wir heben uns jetzt erstmal den Waldhüter auf. Weil wenn wir den Erzengel spielen und er doch irgendeine Kreatur von uns töten sollte, dann transformiert sie und würde uns einfach die ganzen Kreaturen dann zerstören. Gut, er spielt auch einen Gideon. Das ist sehr gut. Drei, fünf Schaden, 9. Einer zu wenig. Schade. Kann auch nicht blocken. Chandra spielen. Könnten Chandra 2, 3, 3, 1 Kreaturen machen. Die könnten wir dann mit einem Emblem zu einer 4, 2, 4, 8, 10, 4, 8. Den 4, 4er wird er blocken. Ein 4, 4er kommt, 4er kommt durch. Das sind dann 2, sind 6, 9. Er hat aber leider nur. Er hat leider 10. Ja, also machen wir was anderes. Wir aktivieren sie. Weiter. Und greifen. Mit denen so an. So dass auf jeden Fall Gideon stirbt. Einen kann er blocken, würde er wahrscheinlich nicht machen. Er hat die Möglichkeit, den 2-2er zu blocken, um sich 2 Schadenspunkte zu verhindern. Okay. Also bei 8 Lebenspunkten. Wir spielen noch ein 2-2er. So, und fahren der Dinge, die jetzt kommen. Nächste Runde könnten wir ohne weiteres hätten wir jetzt auch die 2, 3, 1er gespielt und mit Gideon angegriffen, hätten wir trotzdem nur 9 Schadenspunkte gemacht. Also es ist völlig egal gewesen, wie wir es gemacht haben, hätten. Wir hätten ihn nicht töten können. Er hat einfach einen Lebenspunkt zu viel gehabt. So, ja. Auch das bringt ihn nichts, egal wen er tötet. Wir können jetzt Gideon nächste Runde spielen. Oder aktivieren, können das Land aktivieren und dementsprechend ausreichend Schadenspunkte zufügen. Das machen wir jetzt auch. Wir aktivieren Gideon. Wir aktivieren das Land. Und greifen mit allen an und das sollte eigentlich ausreichen zu gewinnen. Also ich hoffe, ihr habt Spaß gemacht. Auch ein kurzes oder relativ kurzes Spiel mit dem Deck. Im Kontrolldeck-Bereich dauert es immer ein bisschen länger, aber mit 14 Minuten sind wir ganz gut durchgekommen. Ja, ich probiere gleich nochmal ein Spiel aus und aber das sollte heute gewesen sein. Mehr von den Videoaufnahmen gibt es dann heute nicht, aber ich spiele gleich noch eine Runde weiter. Also, macht mir richtig Spaß. Ich hoffe, euch auch und probiert das Deck ruhig mal aus. Bis dann, ciao.